Weekend League Rewards, dazu einige SBC-Sets. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Willkommen zur dritten Food Champions Weekend League Rewards Time Video. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute zum dritten Mal heißt es für uns Weekend League Rewards ziehen. Und zum zweiten Mal muss ich sagen, Chris, ich hab's mal wieder versaut. Gold 1, 22, 8, das neue 28, 12 vom letzten Jahr. Ich habe es doppelt erreicht, ja, also letzte Woche, diese Woche bedeutet für uns keine Elite, bedeutet für uns Gold 1, bedeutet für uns statt 3 Player Picks insgesamt nur 2 Player Picks. Aber mal gucken. Ich hoffe, euch gefällt das ganze Video. Gebt gerne einen kostenlosen Daumen nach oben, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das Video wird natürlich wieder unterstützt durch OneFootball. Des Weiteren, falls du MMOGA abchecken willst, als meinen Sponsor und günstige Xbox- oder PSN-Karten brauchst, kannst du gerne unten in der Videobeschreibung nachschauen. Dazu, denkt dran, Packs ziehen, kann süchtig machen. Denkt nach, ob ihr es wirklich machen wollt. Wir gehen aber erstmal rein, denn bevor wir die Weekend League Rewards ziehen, gehe ich mit euch ein paar SBCs durch, denn viele von euch haben diese vielleicht noch gar nicht gemacht. Ich möchte euch einfach zeigen, was so rausgekommen ist. Ja, wir haben den Marco Reus, ich bin immer noch am Überlegen, ob ich ihn machen möchte. Wir haben das ultimative Auftritt, wir haben Drachentöter und wir haben Burgwache. Die drei schließen wir ab, dann gibt es einen Cut, dann werden wir die Top-Partien abschließen. Dann ziehen wir die Packs, dann holen wir uns die Weekend League Rewards und dann mal gucken, ja, wie das Ganze so abläuft. Aber da ich nicht mehr so viel im Verein habe, weiß ich halt nicht, was ich bei den Top-Partien schon abgeben kann oder noch nicht kann. Und deswegen, wir starten rein mit der Burgwache. Bitte das Team nicht unbedingt nachbauen. Liegt einfach daran, dass man hier auf 85 Chemie kommt, weil ich fast nur Erstbesitzer dabei habe. Ja, das ist nicht die perfekte Lösung. Aber Jumbo Premium Gold Pack Spieler aus derselben Liga maximal 4, Spieler derselben Nationalität maximal 3. Spielerqualität genau Gold, Team Chemie 85, Anzahl Spieler im Team 9. Was haben wir bezahlt? Ich denke mal nicht so viel, sondern das gleiche. Wir haben Aurier, wir haben Lofran, wir haben des Weiteren noch Victor Laguardia, Carlos Planas, 800 für Lamela bezahlt, Radoya Erstbesitzer, Sabin Merino, Sankare, 1,4 für Strootmann irgendwann mal bezahlt und das soll es auch schon gewesen sein. Dafür kriegt man 15k-Pack, nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Ob das jetzt sowas bringt, werden wir sehen. Schließen wir auf jeden Fall ab. Erste SBC von insgesamt 7 Stück, ja, mit den Top-Partien zusammengerechnet. Wir machen weiter mit den Live-Auftritten zwecks der Drachentöter. Hier bekommen wir ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack klein. Spieler aus derselben Liga maximal 3, Team-Gesamtbewertung 70, Team-Chemie 85. Bezahlt haben wir wahrscheinlich wieder kaum was. Magnani, Rogeriro und schießt mich tot. Auch hier kann ich euch empfehlen, versucht die SBC nicht nachzubauen. Vielleicht so ähnlich, versucht euch ein paar Anhänge oder sowas zu, ja, rauszuholen. Oder wie, ja, ihr wisst, was ich gemeint habe. Einfach aufzufassen, so habe ich es gemacht, so könnte ich es vielleicht auch machen mit anderen Ligen. Und dann sollte das, denke ich mal, ungefähr funktionieren. Hier haben wir halt italienische genommen, portugiesische, hier sind wir da chilenischen gegangen und hier dann nochmal einen schönen Perfect Link. Deswegen schließen wir auf diese SBC ab, auf ganz entspannt. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr in diesen SBCs gezogen habt. Würde mich persönlich auf jeden Fall mal interessieren. Und letzte, bringt mal ultimative Aufträge, kriegen wir nochmal ein 45k-Pack. Okay, hier müssen wir noch einen neuen Spieler kaufen. Wir gucken mal ganz kurz nach, ob wir das jetzt gerade live machen können. Nein, können wir auf jeden Fall nicht. Wie sieht es hier aus? Okay, dann gehen wir mal auf den Transfermarkt und kaufen uns mal einen Spieler, der hier vielleicht reinpassen kann. Oh, gibt es hier irgendeinen Spieler, der relativ günstig ist? EA, bitte gib mir einen günstigen Spieler. Dalbert, vielleicht funktioniert es. Ich hoffe es, dass es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Dalbert, funktioniert. Perfekt. Also, hier bringt man einen 45k-Set. Spieler mit derselben Nationalität wieder maximal 3. Spieler aus derselben Liga maximal 4. Champions League selten oder häufig mindestens 2 Spieler. Team Gesamtbewertung von 80. Team Chemie 80. Anzahl der Spieler im Team 11. Was haben wir bezahlt? Erstbesitzer Viviano, Pereira und Ichardel sind unter untradable. Diese Champions League Karten, ne? Tauschbar ist Romagnoli auch als Erstbesitzer. 1,9, ihr habt es gerade gesehen, für Dalbert bezahlt. Vucevic Erstbesitzer, De Rossi 1,7, Erazo Erstbesitzer, Freuler genauso wie Borja Valero, Sergio Guardiola und Viviano hatten wir schon. Deswegen schließt man diese SBC auf ganz entspannt ab. Bekommt dafür ein 45k-Set. Jetzt gibt es den Cut, denn ich schließe jetzt ganz kurz persönlich für mich die Top-Partien ab. Wir sehen uns gleich bei den Lösungen wieder. Und dann geht es endlich los in die ersten Packs. Bis gleich. So, Jungs, da bin ich wieder. Top-Partien haben wir geschafft nach knapp 20 Minuten. Ich habe noch ein bisschen mit Julius und Malle gequatscht. Grüße gehen raus. Die gucken übrigens alle live meine Packs über den Discord an. Mal gucken,
ob wir sie glücklich machen können. Wir gehen rein in die Top-Partien. Cruz Azul gegen Amerika. Mexiko, mindestens 2 Spieler. Liga Bancomer MX, mindestens 3. Wir haben Spieler mit derselben Nationalität, maximal 4. Team Chemie 85, Anzahl Spieler im Team 11. 86 Chemie haben wir. Bedeutet, wir haben sehr viele Erstbesitzer reingepackt. Auch diese Challenge würde ich euch nicht zum Nachmachen empfehlen. Premium Silberspieler-Pack bekommen wir dafür. Und ihr seht es gleich, wir haben sehr, sehr viele Erstbesitzer. Einmal 300 bezahlt, aber schon vorher 900 mal für Lobos. Ob dieser SPC nochmal kommt, keine Ahnung, ist mir auch relativ gerade egal, denn wir haben ja in Champions League Karten investiert und ich habe gerade mal nachgeguckt, die Jungs gehen schon ordentlich und kräftig nach oben. Vielleicht habt ihr ja auch noch heute Morgen investiert, denn heute Morgen waren sie nochmal relativ günstig zu den Einkaufspreisen, vielleicht sogar günstiger als ich sie geholt habe. Rabiot, gutes Beispiel, war bei 45.000, kostet jetzt mittlerweile wieder 83.000, einer von mir ist schon weggegangen. Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Genauso Calderon liegt bei 71.000, war heute Mittag bei 40.000. Machen wir weiter. Barcelona, Real Madrid. Hier kriegt man ein Premium Elektrum Spielerpack. FC Barca oder Real mindestens 1 Spieler. Spieler aus derselben Liga maximal 3. Selten mindestens 3 Spieler. Team Gesamtbewertung 78. Team Chemie 80. Anzahl Spieler im Team 11. 86er Chemie. Fährmann 1-3. Erstbesitzer Eder. Wir haben Luis Alberto 1-2. Borini haben wir am Start. Deulofeo oder Deulofeo. Bonaventura. Marcos Llorente. Plattenhardt. Günther. Valero. Koke. Und dann nochmal Fährmann. Also auch hier nicht machen. Kann mit Loyalitätsbonus natürlich abgeschlossen werden. Versucht euch daran zu orientieren. Schließt man natürlich auch diese Challenge ab. Damit haben wir schon mal 2 von 4 abgeschlossen. 5 Packs haben wir. 3 Packs kommen dazu plus die 200k-Sets. Und jetzt holen wir nochmal ganz schnell Borini. Denn Borini fehlt uns hier. Den müssen wir wahrscheinlich doppelt abgeben. Borini, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Dreamsquad-Spieler. Zack, gehen wir mal den kaufen, den jungen Herrn. Der kostet nämlich gerade relativ viel. Ja, 950 ist okay, nehmen wir mit. Völlig egal, jetzt sind die Coins, die lassen wir einfach mal hier so stehen. Goldspieler-Set klein bei Neapel gegen AS Rom. Italien mindestens 4 Spieler, Serie A mindestens 3 Spieler. Spielerqualität genau Gold, maximal 4 Spieler aus derselben Liga. Team Chemie 80, Anzahl Spieler im Team 9. Donnarumma Erstbesitzer, Martin Erstbesitzer. Dann haben wir Erstbesitzer Rugani, Keiko, Pardo. Wir haben Horta, Borini gerade für 59 geholt, Majoral und Destro. 89er Chemie haben wir hier. Würde sozusagen funktionieren, wenn ihr das Ganze abgeben würdet. Ohne Probleme. Damit 3 von 4 abgeschlossene. Shop-Katalog wird wieder aktualisiert. Gehen wir natürlich mit. Hearts gegen Hibernian. Abfahrt ist angesagt. Wir brauchen für ein 2-seitiges Goldspieler-Pack. Absolut wow. Scottish Premier League mindestens 2 Spieler. Die haben wir hier eingebaut. ZM und linkes Mittelfeld. Spieler aus derselben Liga maximal 4. Damit sind wir hier gegangen mit der MLS. Da haben wir hier die kolumbianische Liga und hier haben wir nochmal die russische Liga. Nationalität mindestens 4. Team Chemie 80. Anzahl Spieler im Team 11. Kriegen wir nochmal ein 2-seitiges Goldspieler-Set und damit schließen wir die Top-Partien ab. Jetzt bedeutet es natürlich für uns, Packs ziehen und danach geht es zu den Weekend League Rewards. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wir haben 293.000 Münzen auf der Uhr, wie viel wir am Ende rausholen werden bei diesen Packs. Ich bin mega gehypt, ja, ich bin mega gehypt, das sind unsere ganzen Packs und wir starten natürlich erstmal rein mit dem Premium Silberspieler Pack. Ja, erstmal ganz entspannt, da können wir ja durch die SPCs, die halt gerade draußen sind, ordentlich Coins verdienen, wenn die richtigen Ligen kommen. Ligue 1 wäre zum Beispiel am besten, aber so ein Torspiel, okay. Richards haben wir noch aus der englischen zweiten Liga, da könnte was wert sein, so sieht's aus, der ist ein bisschen was wert. Italienische Liga könnte irgendwann steigen, wir haben die belgische Liga noch mit am Start, auch hier wird ein bisschen was geboten und sonst, ja, niederländisch. Ich weiß gar nicht, niederländisch, ist die schon draußen? Nein, ich glaube nicht, ne? Aber trotzdem wird ein bisschen was auf ihn geboten. Ne? Okay, lassen wir so stehen. Packen wir natürlich alles in den Verein. Machen wir weiter mit dem Goldspieler-Set klein. Ja, mit dem Goldspieler-Set klein, weil hier haben wir nur eine seltene Karte drin. Ob das ein Walkout wird, ich wage es zu bezweifeln. So sieht es nämlich aus. Border? Nein, das auch nicht. Seit wann kommt hier hinten Ultimate-Team wieder rein? Das ist doch neu, oder? Warum kommt da hinten Ultimate Team? Also ich finde das jetzt nicht so attraktiv, dass das dann so ist. Aber Mina, okay, Mike Reed. Seine Champions League Karte ist aber auch schon ein Stück weit hochgegangen. Die habe ich für 1,5 geholt. Der ist schon bei 2,5. Aber okay, machen wir weiter mit dem 2-seltenen Goldspieler-Pack. Hoffen wir, dass die Animation nicht immer kommt jetzt mit diesem FIFA Ultimate Team. Werden wir sehen. Nächstes Pack. Es kommt halt wieder. Okay, vielleicht kommt das halt nur, wenn es vielleicht Piatti, wenn das ein Non-Rare-Spieler ist, keine Ahnung, aber das ist schon irgendwie nervig. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das auch hattet.
Ake haben wir noch und Piatti, nichts Großartiges. Top-Partien, wie gesagt, dahin sehen zu investieren, ist halt mittlerweile absolut schwachsinnig, meiner Meinung nach, weil die Rewards echt nicht gut sind. Vielleicht wären wir jetzt vom Gegenteil überzeugt. Premium Electrum Spielerpack, gibt es ein Walkout? Nein. Jetzt sieht es wieder nur. Nein, es gibt trotzdem noch dieses Ultimate Team RF. Gut, das ist Saint-Maximin. Oder Maximar. Auch der ist kein Brett. Vielleicht kommt das halt nur, wenn es wirklich kein Brett ist. Werden wir uns überraschen lassen. Bis jetzt wurden wir natürlich noch nicht von überzeugt. Italien haben wir hier. Für den wird ein bisschen was geboten. Mexikanische Liga geht vielleicht für ein bisschen was weg. Argentinische Liga haben wir, glaube ich, auch als SBC. Französische Liga kann immer was wert sein. Als Torhüter natürlich relativ schwierig. Argentinische haben wir auch nochmal mit drin. Auf den wird auch schon ein bisschen was geboten. Perfekt. Packen wir in den Verein. Damit machen wir weiter mit dem seltenen Elektrum-Spieler-Pack. Klein. Dann noch drei eigene, entspannte Packs, bevor es dann wirklich losgeht zu den dicken Fischen. Let's go. Und auch hier wird wieder Ultimate Team rauskommen. Und seitdem, keine Ahnung, Deutschland, Torwart, ja okay, das kann nichts Großartiges sein. Das ist Horn. Warum ist diese Animation wieder im Hintergrund? Ganz ehrlich, ey, ich würde euch empfehlen, das wieder rauszumachen. So cool finde ich die Animation da mit diesem FIFA Ultimate Team nicht unbedingt. Lukaku haben wir noch am Start aus der englischen Liga. Cat Card. Benitez, kostet der was? Nein, leider auch nicht. Colombi. Auch der nicht, okay, packen wir alles in den Verein, Horn packen wir auf die Transferliste, können wir behalten. Also bis jetzt sind noch nichts Großartiges gezogen, bei den Packs habe ich auch nicht so viel erwartet. Jetzt geht es eher darum, was Gutes zu ziehen. Erstes Pack ist das Jumbo Premium Gold Pack. 15k Set, let's go, come on EA. Screamkarte, nein, Brett, ja, sehr gut. Und es wird werden ein Italiener, zentral defensiven Mittelfeldspieler, De Rossi, 83er De Rossi, den wir hier ziehen, auch er ist nicht viel wert, können wir aber trotzdem im Verein behalten, einfach nur, um vielleicht irgendwelchen SBCs ja, vorzubeugen, wenn die kommen, dass wir da halt nicht so wenig oder so viel ausgeben müssen, bezüglich auch einfach Gewinn bei diesen Spielern machen. Die können wir abstoßen, 15k-Set, Warnbrett, Back-to-Back, ist in Ordnung, wir machen weiter mit dem 25k-Set, auf geht's, vorletztes Pack, bevor es dann zu den richtigen Krachern geht, gib uns den Walkout, EA, leider nicht. Kein Scream-Spieler, keine Border, Tschech wahrscheinlich nicht, sondern ein paar Flanker. Der Bremer, Grüße gehen raus an Julius, der ja gerade auch live zuschaut. Ja, paar Flanker, cool. Nehmen wir erstmal mit. Unser Verein wird wieder ein bisschen aufgefüllt mit Koscielny. Paar Flanker muss ich aber trotzdem leider abstoßen. Es tut mir leid, Julius. Und damit gehen wir zum 45k-Set, wo ich mir einiges erhoffen werde. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. 3, 2, 1, Abfahrt ist angesagt. Let's go. EA, vielleicht bist du heute gnädig zu uns. Walkout wird es wieder mal nicht sein. Vielleicht eine Scream-Karte. Nicht mal eine Border. Die 45k-Packs laufen bei mir also richtig gut. Mario Götze ist unser Mann hier. Der Dortmunder Jung. Aber warum dieses Ultimate-Team kommt, frage ich mich immer noch. Ja, so geil ist es halt wirklich nicht. Christensen haben wir noch mit am Start. Und wieder Saint-Maximin oder Maximin oder wie auch immer. Völlig egal. Jetzt gehen wir aber zu den wichtigen Player-Picks, zu den wichtigen 100k-Sets. Und zwar geht's jetzt los zu den Food Champions Weekend League Rewards. Auf geht's. Es geht los. Gold 1 haben wir wieder erreicht. 22,8. Absolut belastend. Zweimal Player-Pick, 200k-Sets, 50k Münzen plus 2000 Champions-Qualifikationspunkte. Ich hoffe, ihr habt euch alle registriert. Wir haben die Möglichkeit. Team of the Week. Wir wissen, wie es aussieht. Martial, Mahrez, Di Maria, Lewandowski, Lala wäre vielleicht nicht ganz so schlecht, wer es am Ende sein wird. Ich hoffe diesmal vielleicht auf ein Stück weit mehr Luck als letzte Woche. Und wir wollen nicht drüber oder lange darum fackeln, welche es werden könnten, beziehungsweise welche es sind, welche es werden. Schieß mich tot, let's go. Erste Player-Pick-Wahl, gib uns einfach was Gutes, come on EA. Und es ist Lala, das ist sehr nice. Lala ist schon mal eine richtig, richtig geile Karte. Also ein 84er, okay, nehme ich definitiv mit. Lala sieht extrem sahnig aus. Er ist sehr gut im 4-5-1 zum Beispiel. Linkbar mit ja, dem guten alten Mbappé. Ja, und Mbappé hat mir sowieso schon sehr, sehr gut gefallen. Seine Werte sehen sehr, sehr stark aus. Also da muss man sagen, guter Allround-Stats, Hochmittelarbeitsraten. 84er Lala, sagt man nicht nein. Ja, es kann natürlich noch Heftigeres kommen, aber Packluck war schon mal so halbwegs am Start. Ja, jetzt geht es natürlich darum, wer wird der zweite Player-Pick werden. So, und Lewandowski wäre natürlich ein absolutes Highlight. Genauso wie Martial, Di Maria, Mahrez. 3, 2, 1 mit der Nase. Kommt schon, Jungs. Glücksnase. Let's go. Come on, gib uns was Gutes. Es wird Fabian oder Iličić. Ah.
284er. Ist okay. Ist okay. Natürlich, ich wähle definitiv Fabian. Ja, gut. Na, die großen Picks sind raus mit Lala. Der sieht unfassbar geil aus. Seine Player Card sieht geil aus. Den packen wir natürlich sehr gerne in den Verein. Und natürlich hätte ich mir vielleicht erwünscht, da noch ein größeres Packlack zu haben. Aber das soll uns keine Hürde stellen, jetzt hier auf die 100k-Packs zu ziehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr hattet, mit welchem Rang. Auf geht's. 200k-Sets. Die zwei letzten 100k-Packs waren wahrscheinlich die schlechtesten, die ihr jemals in dem Video gesehen habt. Na? Vielleicht sagt ihr heute mal, nee Chris, heute kriegst du mal was Gutes. Wir ziehen das allererste, let's go. Gib uns einfach, komm, gib uns den Walkout. Es ist der Walkout, come on. Schon mal besser und es ist ein Scream-Walkout. Okay, es ist Minx. Jetzt ist natürlich die Frage, Jungs. Ich glaube, jeder Scream-Walkout oder jeder Scream-Spieler ist ein Walkout. Keine Ahnung, was der macht. Okay, Grüße gehen raus erstmal an Minx. Er ist eine gute Karte. Er liegt beim Abstoßwert. Die Frage ist nur am Ende. Wie sieht's aus? Was ist dahinter? Ist ein Scream Walkout? Schlägt der einen höheren Walkout mit einem 88-Plus-Spieler oder eher nicht? Wir werden es sehen. Wir werden es einfach nur sehen können. Ja, weil sonst wäre das Pack halt auch nicht so überragend. Nächsten Spieler sind folgende. Genau das meine ich, Jungs. Genau das meine ich. Weil Minx ist abstoßwert. Klar, wir haben hier einen De Rossi, cool, einen Martins, cool, ja, die 82er sind alle leider nichts wert. Aber das sind halt so Spieler, cool, dass wir einen Walkout hatten, ich habe mich darüber gefreut, aber es ist für mich kein richtiger Walkout, weil Minx ist halt einfach nur absoluter Abstoßpreis. Ja, was sollen wir machen, den können wir gerne mal testen, aber sonst auch nichts. Ich hoffe, dass wir jetzt im zweiten Pack vielleicht nochmal einen Walkout ziehen, diesmal kein Scream Walkout. Und dann, ja, hoffen wir mal das Beste. Ja, vielleicht ist diesmal EA gnädig zu uns. Let's go. Wieder die Glücksnase. Abfahrt ist angesagt. Come on. Gib uns einfach den Walkout, EA. Come on. Gib ihn uns. Er gibt ihn uns. Come on, EA. Gib uns keinen Screen. Das ist schon mal sehr gut. Er wird uns geben. Das ist 87er Hamschick. Es ist ein Walkout, Jungs. Es ist ein Walkout und das ist in Ordnung. Er freut sich. Hamschick ist da. Zack. Wird vielleicht an die 30, 35k kosten. Das ist völlig in Ordnung. Natürlich hätte viel, viel mehr dahinter sein können. Ich glaube, da seid ihr mir absolut einig. Oder seid ihr mit mir einig. Wäre es aber danach noch drinne. Vielleicht noch ein 86er oder ein 85er Rated Karte. Vielleicht irgendwie sowas. Holy... Ja? Okay. Okay, das Pack ist nicht schlecht. Wir haben zwei 85er, wir haben einen 87er, zwei 84er, einen 83er Rated Spieler. Hamschick geht für ungefähr 30.000 Münzen. Savic geht für 13.000, sind wir bei 43k. 43 sind wir vielleicht bei 50, 52, 53.000 Münzen. Duplikate sind jetzt nicht so überragend. Die sind auch, denke ich mal, nichts weiter wert. Oh ja, doch, ich glaube, Moreno ist sogar was wert. Zwecks der SBC, wartet. Ja, kostet ein bisschen was, den packen wir drauf. Aber das Pack war versöhnlich. Ja, 50k nochmal mit dem Pack ungefähr rausgeholt, damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Mit dem anderen 100k-Pack vielleicht 20k, 30k. Es ist in Ordnung. Ja, unsere Player-Picks waren so halbwegs gut. Ich bin mit Lala extrem zufrieden, den werden wir auf jeden Fall mal testen. Vielleicht schon in dieser Weekend League, ich muss mal schauen. Aber sonst soll es das von dem Video gewesen sein. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr startet gut rein. Ich hoffe, ihr habt gut ausgeschlafen. An die Jungs, die die Premiere gerade anschauen. Grüße gehen natürlich raus an euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit wir um 6 hier schon eskalieren werden. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao.